Ach so, da fällt mir gerade was ein. Ich könnte unsere Dorfbewohner ja noch besser machen. Machen wir einfach mal. Dann können die mehr tragen. Und sind auch schneller am Laufen. Plattenpanzer für Pferde sind da. Das heißt, ihr habt jetzt richtig viel Verteidigung. Das ist gut. Angriff ist auch schon erhöht worden. Einmal durch die Entwicklung bei euch. Und durch die Entwicklung hier drüben. Das ist wunderbar. 250 Nahrung, 250 Gold, um noch ein bisschen Verteidigung für unsere Schützen zu bekommen. Ah, und dann sind wir auch soweit fast durch. Gott sei Dank. Habt ihr echt gut gemacht. Also ihr habt sehr, sehr viel hier abgeholt, bevor die anderen das in die Finger bekommen haben. Ich hoffe ja, dass ich noch irgendwo anders Gold herbekomme. Oh. Süß. Gut, alle sind jetzt hier drüben am Holzhacken. Hüben und drüben. Ich glaube, ich werde das ganze Holz hier mal wegnehmen. Wenn ich denn da rankomme. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, doch. Müsste klappen. Du gehst schon mal runter und baust dort ein Holzfällerlager hin. Kann das nämlich schon beginnen. Banana. Nicht Bandana, Banana. So, mehr Verteidigung für unsere Reiter und Schützen. Gut, die verbrauchen sehr, sehr viel Nahrungsmittel. Das ist optimal für uns. Gut, lasst euch nicht erwischen. Versuchen alle an die Gazelle ranzukommen, da können sie lange warten. Das, sie versuchen es auch immer wieder. Wir verbrauchen Unmengen an Nahrungsmitteln. Okay, Holzfällerlager wurde fertiggestellt. Dann kann ich jetzt weitere Leute zum Holzfällen schicken. Oh, und ich habe wieder ein bisschen Nahrung übrig. Wir beherrschen nun die Illumination. Als nächstes werde ich den Blockdruck von den Mönchen lernen. Das ist schön. Es wäre schön, wenn das dann hier auch abgeschlossen wird. Ach so, doch wird es. Wir brauchen es nicht erforschen. Das wird automatisch erforscht. Das ist alles weg. Wow. Blockdruck, was macht der? Mönche haben 3 Reichweite für Bekehrungen. Theoretisch könnten wir mit Mönchen durch die Gegend ziehen und eine ganze Mönchearmee gründen. Was ist das Schönes? Glauben. Die Einheiten sind 50% schwieriger zu bekehren und Theokratie. Bekehrt eine Mönchgruppe eine feindliche Einheit, dann braucht sich nur einer von ihnen auszuruhen. Das ist geil. Das heißt, sie sind nicht nur 50% schwerer zu bekehren, die Mönche bekehren, sondern unsere Leute sterben auch, sodass sie nichts davon haben, wenn sie es am Ende geschafft haben. Geil. Einfach nur geil. So ist Leben. So kann es sein. Wenn man sich Mühe gibt. So, dann bräuchten wir hier drüben eigentlich noch einen Hafen. Damit wir an den Fisch rankommen. Aber eigentlich könnten wir den Fisch auch so fischen. Ist ja so schön am Rand hier. Ich brauche mal 2 neue Dorfbewohner. So, kann ich noch irgendwas mitnehmen? Ja, Chemie. Warte mal, hier drüben war doch noch irgendwas. Was wollte ich noch erforschen? Ah, halt hier. Oh ja. Die schweren berittenen Bogenschützen möchte ich unbedingt haben. Aber vorher nehme ich den Daumenring noch mit. Dorfbewohner kommen, das ist gut. Und die Chemie nehme mit. Dann sind unsere Leute schon mal stärker. Nehmen wir noch ein bisschen Nahrung. Diejenigen, die jetzt noch kommen, die werden dann zum Holzfällen abkommandiert. So, und das restliche Holz brauche ich dann tatsächlich auch für Rambeck und so weiter. Huch. Nein. Lauf doch nicht da rein. Wie doof seid ihr denn? Wisst ihr was? Da seid ihr selber schuld. So geht das, genau.
Lasst euch bitte heilen, der Mönch ist nicht umsonst da. Da werden wir später reinrasen, doch jetzt noch nicht. Ah, das letzte Goldfeld. Bald ist Gold weg. Dabei brauche ich noch so viel. Allein 500 Gold, um die schweren berittenen Bogenschützen zu haben. Das ist eine Menge. Einer ist tot. Oh! Wer hat da ein Trebuchet hingebaut? Das holen wir uns mal. Hat er jetzt versucht, unser Lager anzugreifen? Nee, er macht nichts. Gut, wir nehmen das restliche Gold mit und bauen das Ding kaputt. So schön. Die Technik des Blockdrucks ist uns nun bekannt. Ich lerne nun die Macht der Theokratie kennen. Ja, perfekt, perfekt. Geheilt wurden wir auch. Alles ist gut, uns passiert nichts. Und ich kann jetzt bald die nächste Forschung machen. Oh, bitte. So schnell wie möglich. Vor allem brauche ich noch so viel Gold. Oh. Er hat auch schon fast alles abgebaut. Du bist jetzt da. Gehst Holz hacken. Die beiden sind auch am Fischen. Fischen noch ein bisschen länger. Kriegen damit mehr Nahrung ran. Wir hätten jetzt schon mal fast genug, um unsere berittenen Bogenschützen auszubilden. Aber wir brauchen 900 Nahrung. Allzu lange dauert es nicht. Komm, 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 komm. Und dann werden wir die restliche Nahrung in Gold packen, damit wir wenigstens ein bisschen was haben. Sehr schön, geschafft. Schwere berittene Bogenschützen kommen. Jetzt geht mein Leben endlich. Hat mein Leben endlich wieder einen Sinn. Theokratie wird gerade erforscht. Das heißt, dass sich unsere Mönche dann wunderbar ausruhen können. Das ist super. Das Gold haben wir jetzt auch fast. Hier ist nicht mehr viel. Hier sind jetzt drei Leute beschäftigt. Eine hackt hier oben noch wildrot durch die Gegend. Durch den Wald. Schwere berittene Bogenschützen sind endlich existent. Das heißt, ich nehme sie auf jeden Fall rein. Die sind genial. Ich liebe sie einfach schon. Allein mit Genghis Khan haben die richtig viel Fun gemacht. So, ihr könnt euch dann bitte gleich hier vorne mit hinstellen. Du läufst jetzt auch mal runter und lässt dich heilen. Sehr gut. Der erste schwere berittene Bogenschütze. Nice. Sehr, sehr nice. Nice, nice. Für 100 Nahrung, 250 Holz, bessere Türme. Sind zwar nicht vonnöten, aber ich nehme sie trotzdem mit rein. Ich brauche außerdem schon mal eine bessere Ramme. Außerdem noch 1000 Nahrung für bessere Rammen. Noch bessere Rammen, als wir sie eh schon haben. So, langsam bauen wir uns unsere Armee auf. Dann ziehen wir los und vernichten die Schiffe. Gut, leichte Kavallerie wurde geheilt. Freut mich. Wachturm fertig entwickelt. Freut mich auch. Ihr seid auch fast fertig, dann brauche ich hier nicht mehr weiter rumzudüllen. Du darfst dich aber trotzdem noch weiter umsehen. Eventuell haben wir noch mehr Gold. Obwohl ich nicht glaube, dass das noch existent ist hier auf der Karte. Einen Sturmbock haben wir jetzt schon mal. Wir haben die Theokratie studiert, diskutiert und debattiert. Nun werde ich die Geheimnisse des Glaubens ergründen. Gut. Kein Gold, nur ein Holzfällerlager. Schlecht für mich. Hier haben die noch ihre Lager. Okay, dann laufen wir hier erstmal wieder hoch. Ihr seid ja jetzt eh fertig. Dann können wir jetzt hier endlich verschwinden. Hacken das Gold woanders weiter.
Puh. So, der Sturmbock. Der muss ausgebaut werden. Da muss noch viel mehr Power hinter. Ihr geht jetzt bitte auch hier vorne alle mit hin. Ihr müsst jetzt hier nicht mehr aufpassen. Das Ding lasse ich jetzt einfach als Wachposten hier. Da oben ist noch Stein. Eventuell ist hier auch noch irgendwo Gold. Das werde ich mir irgendwann mal ansehen. Ihr lernt immer noch fleißig weiter. Und dann haben wir nur noch eine Sache, die wir erforschen müssen. Dann sind wir soweit durch. Achso, 1000 Nahrung. Ich habe 1000 Nahrung. Sehr gut. Kriegen wir die Belagerungsramme. Endlich. Und eigentlich seid ihr alle nichts wert. Ihr habt kaum Verteidigung, oder? Doch, die Ritter haben einiges dazu bekommen. Das heißt, die, die wir jetzt am Anfang bekommen haben, die haben trotzdem sehr, sehr gute Werte. Das ist schön. Auch gerade die hier, die Kanoniere. Die sind ebenfalls wichtig. Die Mamelucken, was ist eigentlich mit denen? Spezialeinheit der Sarazen, Kamelreiter für den Angriff, Mann gegen Mann, auf Entfernung besonders wirksam gegen andere, was? Was greift der denn an? Schafft doch eh nix. So, du machst jetzt das Ding mal da oben kaputt. Er schießt auch auf den Turm. Na, lass den Turm in Ruhe. Was die Nahkämpfer da immer suchen. So, schön. Geht erstmal auf den Turm, macht den weg. Alles andere machen wir später. Mann, Mann, Mann. Wenn der Mönch hier erstmal fertig ist mit seinen Studien und alles fertig gemacht hat, dann bin ich froh. Da haben wir eine Sache weniger, um die wir uns kümmern müssen. So, ich brauche jetzt noch weitere Rammen. Am besten gleich zwei Stück. Gold kommt weiter. Ah, dann brechen wir gleich unten durch und versuchen die Gelben aus ihrem Haus rauszuholen. Das wird alles nicht so leicht. Ihr könnt übrigens auch schon mal mit runterkommen. Gerittene Schützen sind ja nicht verkehrt. Und wir... Das Wunder des Glaubens ist unser, mein Cid. Die Schwarze Garde dankt euch. Sie haben mich alles gelehrt, was sie wissen. Gut, dann haben wir es geschafft. Dann ist auch unser Priester endlich frei. Der kann jetzt die Leute heilen. Da kommen noch weitere Leute. So ist gut. Genügend Belagerungsrahmen haben wir. Drei Stück, das reicht. So, was war jetzt mit den Mamelucken? Entfernung besonders wirksam gegen andere berittene Einheiten. Okay, selbst mit Elite-Mamelucken kriegen wir nichts Besseres. Mehr Widerstand gegen Mönche höchstens. Das war's. Fanatismus. Kamelreiter und Mamelucken haben 30 Lebenspunkte mehr. Das hört sich schon mal gut an. Wehrpflicht. 33% schnellere Rekrutierung. Ist auch gut. Nehme ich mit rein. Dann sind unsere Leute 33% schneller bei uns. So, Gold kommt. Wir nehmen jetzt noch weitere schwere berittene Schützen. Drei Stück. Ist das Gold auch alle? Leider. Ja, ich muss jetzt eintauschen. Gut, jetzt haben wir auf jeden Fall wieder mehr Gold. Wir holen uns noch zwei, drei Kamelreiter dazu. Mamelucken brauche ich nicht, aber ich glaube, ich würde Petadiere nehmen. Für den Fall, dass wir hier noch irgendwelchen Festungen und Burgen begegnen. Ja, ihr seid ganz toll, dass ihr das da kaputt macht. Ihr seid super. Zwei Priester bräuchte ich noch. Einfach mitgehen und heilen. Ihr kommt mit runter. Ach so, unsere Reiter muss ich noch schneller machen. Die sind relativ langsam unterwegs. Warte mal, das war hier im Stall. Pferdehaltung, 250 Nahrung, alles geht schneller. Das wäre doch super.
Ja, sieht gut aus. Jetzt haben wir eine süße kleine Armee. Ich denke mal, mit den paar Hanseln werden wir es auch schaffen, uns jetzt durch die Gelben schon mal durchzukämpfen. Und am Ende unten zum Hafen zu kommen. Mönch erschaffen, sehr schön. Mal mit runter. Wir haben alles erforscht in den Tempeln. Das ist toll. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Vielleicht ist das auch nur in dieser Mission möglich. Aber die Weltwunder müssen ja auch für irgendetwas gut sein. Übrigens, El Cid, du wirst mal schön oben bleiben. Um dich habe ich Angst. Wo bist du? El Cid. Wo ist er denn? Du bist ein Kanonier, ne? Ja, den Conquistador. Wo ist denn El Cid? Ach, da ist er! Ich hab mich schon gewundert. Okay, du bleibst oben bei Alfonso. Und passt schön auf. Sobald das Ding kaputt ist, ist das unser Startschuss. Dann ziehen wir los. Gut. Ah, Spiel speichern. Okay, machen wir mal einen neuen Spielstand, mehr oder weniger. Einfach überhaupt mal speichern wäre mal ganz gut. Unter Test. Test ist immer gut, denn das, was wir jetzt machen, wird auch ein Test. Vielen lieben Dank fürs Ansehen und bis gleich.